Unser nächster Sprecher bezeichnet sich selbst als Reverse Engineering Fetischist mit einer Vorliebe für Spielekonsolen. An dieser Vorliebe lässt er uns in seinem Talk teilhaben. Bitte begrüßt mit mir Morpheus 1987 zu seinem Talk Exploiting PS4 Video Apps. Hallo und danke fürs Kommen. Exploiting PS4 Video Apps. Ich denke mal, der Titel sagt mehr oder weniger schon, worum es in diesem Talk gehen wird. Ich habe hier meine kleine Agenda vorbereitet, es wird halt ein kleines Intro geben. Dann werde ich halt zeigen, wie ich ganz am Anfang halt so ein bisschen Analyse bzw. Netzwerkanalyse betrieben habe, um halt mein Ziel, Code Execution auf der PS4 zu erlangen. Dazu erstmal kurz was über mich. Ich bin Morpheus 1987. Wer halt in der Szene unterwegs ist, hat den Namen vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört. Privat bin ich Softwareentwickler im ERP-Bereich und habe eine kleine Vorliebe für Reverse Engineering und vor allem, wenn es halt um Spielekonsolen geht. Anfang 15 hatte meine Frau vor mir zum Geburtstag eine PS4 zu schenken. Da ich das Ding sowieso nicht wirklich zum Spielen haben wollte und der 176er Firmware-Exploit schon öffentlich war, habe ich ihr dann gesagt, pass auf, lass es sein, du brauchst mir keine kaufen, ich hole mir selber eine und habe mich dann auf der Suche nach einem Modell mit Firmware 176 gemacht und habe dann bei Amazon halt einen Anbieter gefunden, der angeblich noch ein gewisses Bundle hatte, das halt mit dieser Firmware-Version kommen sollte. Ich habe das dann bestellt, habe das Amazon-Paket voller Freude aufgemacht und habe dann quasi festgestellt, ich wurde übers Ohr gezogen, habe dann halt eine einzelne Konsole mit zwei einzelnen Spielen bekommen und als ich die Konsole dann halt aufgemacht habe, hatte die halt schon Firmware 3.15. Jetzt hätte ich das Teil halt wieder zurückschicken können, habe mir aber gedacht, nö, dann suche ich halt selber einen Weg irgendwie da reinzukommen. Das Erste, was ich dann halt gemacht habe, ich bin halt hingegangen und habe versucht, so viel wie möglich halt über die Konsole rauszufinden. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe halt Netzwerkpakete analysiert. Zu Hause hatte ich halt dieses Setup. Ich habe eine IP-Fire als Firewall. Darüber geht halt der gesamte Netzwerktraffic bei mir zu Hause im Netz. Und darauf habe ich dann einfach mal TCP-Dump laufen lassen. Und habe dann einfach mal angefangen, sämtliche Video-Apps oder Applikationen, die es halt auf der PS4 gibt, zu starten, um halt ein bisschen Netzwerktraffic zu generieren, um das Ganze dann später in Wireshark zu analysieren. Und dabei ist mir dann halt direkt aufgefallen, dass gewisse Video-Apps, beispielsweise IGN, Vivo, die benutzen noch eine ziemlich alte Version von Apple WebKit und was am allerbesten war, die benutzen halt kein SSL. Der ganze Traffic, der war für mich halt also quasi im Klartext sichtbar. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, wenn die halt diese alte WebKit-Version benutzen, dann müsste doch theoretisch dieser öffentliche WebKit-Exploit, den es halt für Firmware 176 gibt, der müsste doch halt mit diesen Video-Apps noch funktionieren. Und dann habe ich quasi Folgendes getan. Ich bin einfach hingegangen, habe zu Hause dann halt einen Webserver aufgesetzt, habe dort den WebKit-Exploit für die 176 laufen lassen und habe dann einfach die DNS-Abfragen dieser Video-Apps auf meinen eigenen Webserver umgeleitet. Und auf dem auf meinem TV zu Hause, wenn ich dann halt diese Video-Apps gestartet habe, habe ich dann quasi folgenden Output bekommen. Und dieser Output sagt uns eigentlich, dass dieser Exploit halt in diesen Video-Apps noch funktioniert. Was hieran natürlich sofort auffällig war für mich, war, egal wie oft ich die PS4 neu gestartet habe, egal wie oft ich die Anwendung neu gestartet habe, die Adressen waren halt immer unverändert, was für mich so viel bedeutet, dass halt kein ASLR aktiv ist. Was mir das Leben dann halt im Nachhinein halt auch noch ziemlich einfach gemacht hat. Dieser 176er Exploit, der nutzt halt einen Bug in der Array-Sort-Funktion aus und ist dann halt über diesen Bug in der Lage, den Zeiger von einem Pointer umzuschreiben. Dadurch, dass wir in der Lage sind, die Speicheradresse umzuleiten, wo dieser Pointer hinzeigt, sind wir natürlich auch in der Lage, dann beliebige Speicheradressen zu lesen und zu schreiben.
Und dieser Exploit gibt halt quasi eine Setbase-Funktion. Der stellt eine Setbase-Funktion zur Verfügung. Diese Setbase-Funktion kann halt verwendet werden, um die Speicheradresse, wo dieses Array hinzeigt, an beliebige Stellen zu platzieren. Und wenn man den Array dann halt einmal umplatziert hat, kann man dann halt einfach den ersten Wert in dem Array auslesen und kann dann somit diese Speicherstelle auslesen. Oder man kann halt, wie in der letzten Zeile zu sehen, man kann halt einfach beliebige Speicheradressen beschreiben. So, nun war es für mich halt interessant, so viel wie möglich halt aus der Konsole rausholen, beziehungsweise so viel wie möglich rauszufinden. Und dann bin ich erstmal hingegangen und habe quasi sämtlichen Speicher, der so einer Video-Applikation zur Verfügung steht, auszulesen. Und dann kann ich halt quasi hingehen und mir den Output halt am Fernseher angucken und dann halt in einem Hex-Editor abschreiben, was halt nicht so wirklich effektiv ist. Oder ich habe mir dann halt gedacht, ja gut, dann schreibst du dir halt eine kleine Software am PC, die macht halt einen HTTP-Server auf und empfängt dann halt quasi die Daten von der PS4 per HTTP-GET. Und die PS4 versucht halt die IGN-Seite zu erreichen, wird halt auf dem Exploit umgeleitet und der Exploit liest dann halt Speicheradressen aus und macht dann halt einen Ajax-Call an den Dumper. Und ja, der Code dazu sieht halt quasi so aus, der ist nicht wirklich groß. Ganz am Anfang setzen wir halt die Adresse, die wir auslesen wollen. Und ganz unten wird dann halt, also weiter unten wird dann halt einfach ein Ajax-Befehl abgesetzt, der dann halt das ganze Zeug per HTTP an den PC sendet. Dieses Auslesen, das funktioniert natürlich nur auf Speicherbereiche, auf die die App ohnehin Zugriff hat. Ne? Also man muss halt den Heap der App lesen, schreiben können. Und man hat natürlich Zugriff auf alle Systemmodule, die geladen werden, weil die muss die App ja auch irgendwie ausführen können. Wenn ich versucht habe, eine falsche Speicheradresse auszulesen, dann endete das manchmal in einem Crash von der App, aber manchmal ist die PS4 halt auch komplett abgestürzt und die musste dann halt rebooten und das hat dann immer 2-3 Minuten gedauert. Kleine Chunks auslesen hat für mich quasi so das beste Ergebnis geliefert. 4 KB auf einmal war halt super. Man konnte halt aber auch variieren. Ne? Wenn ich jetzt halt so ein 10 MB-Modul auslese, ist natürlich sehr mühselig, wenn ich halt bei jedem Versuch nur 2 KB auslesen kann. Ne? Da ist man halt ewig mit beschäftigt. Die Hauptanwendung selber läuft wie auf einem ganz normalen FreeBSD unter 400.000 Hexadezimal, während der Heap irgendwo bei 200 Millionen Hexadezimal war. Bei diesem Dumping-Verfahren ist mir halt relativ schnell aufgefallen, dass die Module jeweils 16 Kilobyte voneinander entfernt liegen. Und in späteren Forschungen habe ich dann quasi herausgefunden, dass die 16 Kilobyte genau die Page-Size vom Orbis OS ist, also vom Betriebssystem der PS4. Dieses Auslesen hat halt sehr, 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 sehr lange Zeit in Anspruch genommen, weil manchmal konnte ich halt 2 KB am Stück auslesen, manchmal konnte ich halt ein ganzes MB am Stück auslesen, manchmal konnte ich aber auch nur 20 Byte auslesen, obwohl ich halt gültige Speicherbereiche auslesen wollte. Woran das liegt, habe ich nicht rausgefunden. Das war halt auch immer wieder mehr oder weniger random. Aber um halt quasi alle Module auszulesen, ich war damit ungefähr 2 Monate beschäftigt, so jeden Abend 2-3 Stunden. Das hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, aber wenn man Langeweile hat, nimmt man das in Kauf. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann dann wirklich alle Speichermodule alle Speicherbereiche ausgelesen und hatte dann halt quasi eine nette Sammlung. Und das Gute an dieser Geschichte ist, das sind alles Codebereiche und dadurch, dass ich ja halt quasi eigenen Code ausführen möchte und auf der PS4 halt DEP aktiv ist, Data Execution Prevention, hat mir das natürlich sehr geholfen, weil dann konnte ich halt für meine Rockchain-Gadgets suchen. So, aber wie geht es nun weiter? So, ich habe jetzt quasi Speicher ausgelesen und wir wollen ja eigentlich Code ausführen, aber wie kann ich denn jetzt halt mit einem Exploit, der mir eigentlich nur erlaubt, Speicherbereiche zu lesen und zu schreiben, wie kann ich denn da jetzt halt den Programmfluss übernehmen? Und da ist die Antwort ganz klar, mittels V-Tables. So, was ist eine V-Table? In jeder objektorientierten Programmiersprache, in der halt quasi Objektinstanzen zur Laufzeit angelegt werden,
werden halt V-Tables verwendet. Wir haben zum einen haben wir quasi für jedes Objekt hat ja Eigenschaften und Methoden. Und die Instanz des Objektes, die halt irgendwo auf dem Heap oder irgendwo im Speicher liegt, die Eigenschaften vom Objekt selber, die liegen halt quasi auch mit auf dem Heap. Was durchaus Sinn macht. Aber die Code-Teile der Methoden, das wäre halt relativ schwachsinnig für jede Methode, die halt in so einem Objekt benutzt wird. Wenn ich halt drei Instanzen von einem und demselben Objekt habe, macht das natürlich relativ wenig Sinn, diesen Code-Bereich halt auch für jede Objektinstanz wieder mit in den Speicher zu packen. Und deswegen wird der Code der Methoden halt im Read-Execute-Speicherbereich abgelegt und in den Objekten selber, die auf dem Heap liegen, die wir halt lesen, schreiben können, da gibt es einfach nur eine Referenz zu dieser Tabelle, wo halt quasi die verschiedenen Methoden im Speicher liegen. So, aber mit dem Wissen, dass die V-Table selber in einem Speicherbereich liegt, den wir nur lesen und ausführen können, der Pointer zu dieser Tabelle aber in einem Bereich liegt, den wir lesen und beschreiben können, mit diesem Wissen können wir natürlich hingehen und diese V-Table einfach austauschen. Mit einer V-Table, die halt Sachen enthält, die uns zu nutzen sind, ne? die wir halt ausnutzen können. Und daraufhin habe ich dann quasi folgenden Plan geschmiedet. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir sprayen halt erstmal ganz viele Objekte auf den Heap, suchen dann halt eins dieser Objekte, finden die V-Table von dem Objekt, tauschen die aus und versuchen dann, die Rob-Execution zu triggern. Objekte auf dem Heap sprayen, dadurch, dass wir uns ja halt im JavaScript bewegen, ist halt relativ einfach. Ich bin dann halt einfach hingegangen und habe ganz viele Text-Areas gesprayt und habe in diesen Text-Areas in der Eigenschaft Rows deadcode reingeschrieben. Deadcode ist halt ein Wert, bei dem bin ich halt ausgegangen, der ist halt auf dem Heap nicht ganz so oft zu finden. So, und somit haben wir schon mal erstmal ganz viele Objekte auf dem Heap gesprayt. So, als Nächstes müssen wir das Objekt finden. Also eins dieser Objekte, die wir gesprayt haben, müssen wir jetzt natürlich auf dem Heap finden. Und wenn wir halt dieses Heap-Spraying betreiben, dann werden diese Objekte natürlich nicht hintereinander auf dem Speicher abgelegt, sondern die werden halt irgendwie wild verteilt. Und das ist halt der Grund, warum wir jetzt über den Heap gehen müssen und eins dieser Objekte finden müssen. Das Suchen der Objekte ist halt auch nicht wirklich schwer. Ganz oben sehen wir halt, dass ich mit dieser Set-Base-Funktion, dieses Array, was wir zum Auslesen benutzen, das setze ich halt einfach an den Anfang vom Heap und dann renne ich halt in 4 Byte Schritten über den Heap rüber und versuche halt den Wert deadcode zu finden. So, und wenn ich diesen Wert gefunden habe, dann ermittle ich mir halt die Startposition von meinem Objekt, weil die brauche ich zu einem späteren Zeitpunkt und ändere diesen Wert in deadbeef ab. Das tue ich, weil wenn ich jetzt deadcode in deadbeef umändere, dann muss ich natürlich irgendwie rausfinden, ich weiß ja nicht, in meinem Array, den ich gesprayt habe, ich weiß jetzt nicht, welches Objekt ich geändert habe, also die Eigenschaft von welchem Index in dem Array ich abgeändert habe. Und somit gehe ich dann halt quasi im nächsten Schritt einfach wieder über mein Array und gucke, in welchem Objekt steht denn jetzt in der Rows-Eigenschaft deadbeef drin. Und somit kenne ich, und an der Stelle bin ich dann halt einfach sicher, dass ich die Speicheradresse von meinem Objekt kenne und ich kenne halt auch den Index von meinem Objekt in meinem Array, den ich gesprayt habe. Und ganz zum Schluss gehe ich halt einfach nochmal hin und ändere diesen deadbeef-Wert halt in CodeBabe ab und prüfe dann halt nochmal in der Speicheradresse, die ich halt quasi ermittelt habe. Ich lese die nochmal aus und wenn ich da dann wirklich CodeBabe drinstehen habe, dann bin ich mir sicher, ich kenne jetzt den Index von meinem Objekt in Speicher und ich kenne halt auch ich kenne das Offset von meinem Objekt in Speicher und ich kenne halt auch den Index in meinem Array.
So, nachdem wir das gemacht haben, kommt als nächstes, müssen wir halt als nächstes die V-Table des Objekts finden, damit wir die dann halt später ersetzen können. Die V-Table zu finden ist halt relativ einfach. Wir kennen die Adresse im Speicher von unserer Objektinstanz. Und da wir ja gerade gesehen haben, dass die V-Table von einem Objekt immer im Codebereich liegt, der halt nur gelesen und nur ausgeführt werden kann, muss ich halt an der Stelle einfach nur nach einem Pointer in so einem Codebereich suchen. Und das ist halt relativ einfach. Sobald ich einen Pointer gefunden habe, habe ich einfach geguckt, was steht an dieser Stelle im Speicher. Und wenn ich dann halt quasi sowas gefunden habe, daran erkennt man halt relativ einfach, man sieht hier zwei Blöcke und in jeder, das ist halt nichts anderes als ein Array von Offsets, die halt irgendwo in den Codebereich rein zeigen. Und wenn man sowas sieht, dann weiß man eigentlich in der Regel, okay, das ist die V-Table. Und somit haben wir auch den Pointer zur V-Table im Objekt gefunden. So. Wie triggern wir denn jetzt als nächstes die Code Execution? Diese Methode mit der V-Table, die sorgt halt quasi, also die Methode mit der V-Table, die sorgt halt quasi dafür, dass wir genau ein Gadget ausführen können. Und dieses Gadget muss dann natürlich ein Gadget sein, das den Stackpointer unter unserer Kontrolle bringt, da wir ja Rob Execution haben möchten. Und es gab jetzt halt quasi in all diesen Modulen, die ich gelesen habe, wirklich nur ein Gadget, was dafür geeignet war, und das war natürlich, und das war PushRRX, PopRSP, was nichts anderes macht, als den Wert vom Register RRX ins Register, also in den Stackpointer-Register reinzuschreiben. Und ja, somit wäre dann quasi bei der nächsten Instruktion unser Stackpointer auf unserer Robchain und die Ausführung könnte weitergehen. So, jetzt stehen wir aber vor dem nächsten Problem. Wir können nur Speicher lesen und schreiben. Wir sind aber nicht in der Lage, irgendwelche CPU-Register auszulesen. Und das war dann halt wirklich so der Punkt, wo ich wirklich kurz vorm Verzweifeln war, weil ich habe da jetzt halt mehrere Monate Arbeit reingesteckt und ich wusste halt einfach nicht mehr weiter. Und dann hat mich halt ein Kollege darauf hingewiesen und sagte zu mir, ey, das ist doch ein FreeBSD, was da auf der PS4 läuft, versucht ihr doch einfach diese Testumgebung in einer virtuellen Maschine nachzubilden. Und genau das habe ich dann auch getan. Und zwar habe ich mir eine PC-BSD9-VM aufgesetzt, die dann zufälligerweise und zu meinem Glück mit einer alten Midori-Version kam, die halt quasi auch für denselben Bug anfällig war. Und dann musste ich jetzt natürlich noch hingehen und den Exploit halt von der PS4 auf den PC portieren. Das war halt aber nicht wirklich sehr kompliziert, weil man halt am PC mit GDB und so weiter diese Offsets-Unterschiede, die es da so gibt, relativ einfach auswendig machen kann. Und ja, dann habe ich mir halt einen Breakpoint an genau der richtigen Stelle gesetzt, habe versucht, die Rob-Execution zu triggern am PC selber und durfte dann halt wirklich feststellen, ja, dass der RRX-Register, den wir ja brauchen, genau auf die V-Table zeigt. Was natürlich eine super Sache für uns ist, weil das bedeutet, dass wir genau an diese Stelle, also genau in die V-Table beziehungsweise die Fake-V-Table, die wir ja lesen, schreiben können, da können wir jetzt unsere Gadgets platzieren. So, und dieses Set Selection Start ist der Eintrag 30 von dieser Fake V-Table. Das bedeutet, dass alles, was vor 30 kommt, von uns erstmal benutzt werden kann, um eine kleine Robchain auszuführen. So, und genau das tue ich an der Stelle. Als allererstes gehe ich hin und suche mir die, und hol mir die Speicheradresse der V-Table. Als nächstes lege ich halt die Fake-V-Table im Speicher an und platziere innerhalb der Fake-V-Table überall unser Stack-Pivot-Gadget,
der halt den Wert von RAX in den RSP-Register schiebt. Einfach um sicher zu sein. Ich hätte jetzt auch einfach nur den 30. Eintrag ändern können. Aber da ich halt, ja, ich glaube, ich war einfach zu faul rauszufinden, ob es wirklich Eintrag 30 ist oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, viel hilft viel, änderst du das Ding halt einfach komplett ab. Denn wir brauchen ja nur die ersten drei V-Table-Einträge, um unsere kleine Rob-Chain dann halt nochmal zu einer etwas größeren Rob-Chain umzuschubsen. So, auf jeden Fall, die Fake-V-Table wird vorbereitet und ganz zum Schluss ersetze ich dann den Wert der originalen V-Table mit dem Wert von der Fake-V-Table. So, wie gerade im Beispiel schon erwähnt, kann die Rob-Chain, wenn die quasi an der Stelle steht, wo sie steht, die Rob-Chain, die ist halt quasi, die ist jetzt halt maximal so groß, wie unsere V-Table groß ist. Das bedeutet, wir können halt nicht wirklich viele Gadgets dahin platzieren. Was wiederum bedeutet, wenn wir eine größere Rob-Chain haben wollen oder eine größere Rob-Chain ausführen möchten, müssen wir natürlich eine zweite, also unsere echte Rob-Chain halt irgendwo anders in den Speicher hinschieben und dann mit den ersten paar Gadgets, die wir ausführen, den Stack-Pointer zu dieser richtigen Rob-Chain hinschieben. Und und genau das tun wir halt quasi hier in dem Code. Ganz am Anfang gehe ich halt zu unserer Fake-V-Table hin und ersetze die ersten drei Gadgets, das erste Mal mit einem NOP, da passiert gar nichts, und das zweite macht ein Pop-RSP-Rob-Chain. Und dieses zweite Gadget sorgt halt quasi dafür, dass dass die RSP-Adresse halt wieder woanders hin zeigt auf dem Heap. Und zwar auf unsere zweite Rob-Chain, die wir halt unten sehen, die halt auch erstmal nichts anderes macht, als halt einfach nur ein Endless Loop. Erstmal ein paar Nops und dann halt ein Endless Loop. So, warum mache ich das auf diese Art und Weise? Weil wenn ich halt quasi, ich könnte das Endless Loop halt quasi auch direkt an der ersten Stelle in der Rob-Chain reinpacken. Aber dann haben wir natürlich das Problem, jetzt weiß ich nicht, läuft meine Rob-Chain jetzt wirklich durch oder wird halt wirklich nur das erste Gadget ausgeführt. Und genau aus diesem Grund lege ich halt erstmal so ein paar Nops an, und wenn ich dann halt unten in so einem Endless Loop lande, dann weiß ich, okay, die Gadgets davor, die wurden halt quasi auch ausgeführt. So, wie kann ich denn, nachdem ich das Ganze jetzt vorbereitet habe, ne, ich habe halt quasi die ganzen Speicheradressen gefunden, habe die V-Table mit einer Fake-V-Table ausgetauscht. Wie kann ich dann jetzt kontrollieren, dass meine Rob-Chain halt auch wirklich getriggert wird? Und die Antwort ist halt relativ einfach. Ich habe ganz unten zum Schluss, da gibt es dieses Log-Add, das macht nichts anderes, als halt auf dem Display, der halt an der PS4 angeschlossen ist, halt dieses Failed auszugeben. Und in einer idealen Welt, wo dieses Triggern der Rob-Chain funktioniert hat, darf diese Zeile natürlich nicht ausgeführt werden. Ja, das bedeutet quasi, ich hole mir ganz oben das Objekt, also das Objekt mit dem Index, den ich ermittelt habe, und trigger halt einfach dieses Set-Selection-Start. Und wenn dieses Failed nicht ausgeführt wird, wenn dieses Feld nicht ausgeführt wird, dann hat alles funktioniert. Und in meinem Fall war es Gott sei Dank so, dass es halt problemlos funktioniert hat. Wir haben in den Folien davor gesehen, wie mühselig es quasi sein kann, eine Rob-Chain auf diese Art und Weise auszuführen. Das macht natürlich wenig Spaß, erst recht, wenn die Rob-Chain halt viel, viel größer wird. Und aus diesem Grund bin ich halt quasi hingegangen und habe mir so ein kleines Framework
gebaut, mit dem ich halt im Framework selber habe ich halt quasi die Adressen zu den verschiedenen Gadgets definiert, so dass ich dann halt zu einem späteren Zeitpunkt einfach in der Lage war, mit dem Framework halt quasi meine Gadgets halt so ein bisschen leserlicher zu schreiben und so in der Lage war, halt auch ein paar etwas komplexere Robchains auszuführen. In dem Fall, was diese Robchain hier macht, die macht nichts anderes als, die öffnet halt quasi ganz oben öffnet die halt quasi den Device-Ordner, liest den aus, macht dann Socket auf und schickt das, was ausgelesen wurde, halt wieder zum PC zurück. Ja, das ist halt alles nicht sehr wirklich schön, auch nicht leserlich, aber es funktioniert halt. Ja, und somit konnte man und somit war ich dann halt in der Lage, eigene Robchains über Video-Apps auszuführen. Ja, jetzt gibt's natürlich noch einige Dinge, die mit Video-Apps halt nicht ganz so schön sind. Ne? Video-Apps benötigen natürlich halt immer PSN-Zugriff. Was eine sehr unschöne Sache ist, das bedeutet nämlich immer, dass man halt auf der letzten Firmware-Version sein muss. Und man muss halt online sein und jedes Mal, wenn das Ding abstürzt, werden halt sofort Crash-Logs an Sony rausgesendet. Und dementsprechend können die Dinger halt relativ schnell gefixt werden, wenn sie denn gefixt werden. Dann haben Video-Apps auch keinen Zugriff auf den Just-in-Time-Compiler, den man halt aus dem Browser kennt. Das ist aber ab Firmware-Version 3.15 sowieso nicht mehr ganz so relevant, denn ich glaube, irgendwann gegen Firmware 2.0 hatten sowieso normale Apps keinen Zugriff mehr auf den Just-in-Time-Compiler. Von daher muss man halt damit leben. Ja. Dann unterstützen Video-Apps kein Threading, was natürlich auch sehr unschön ist, weil es bedeutet natürlich, dass man nicht alle Arten von Exploits wirklich ausführen kann, zum Beispiel wenn man Race-Conditions hat, die man irgendwie danach noch triggern möchte, wo man halt verschiedene Threads braucht, um halt den Kernel-Exploit auszuführen. Das ist dann natürlich auch suboptimal. Aber wenn man halt den Kernel-Exploit triggern möchte, der halt keine Threads benötigt, vollkommen okay. Dann hat man natürlich noch das Problem, Video-Apps haben halt quasi, die laufen halt in der Sandbox, wie der Browser auch. Nichtsdestotrotz, die sind halt trotzdem noch mal ein bisschen eingeschränkter als der Browser. Das heißt, man hat auch nicht auf alle Devices Zugriff, die man halt vielleicht auch noch im Browser hat. Das heißt, die Angriffsoberfläche, die man vielleicht quasi noch, die man halt vielleicht noch mit einem Browser-Exploit hat, die fallen mit Video-Apps natürlich auch noch direkt weg. Was hier jetzt nicht auf der Folie steht, Video-Apps haben auch keinen Zugriff auf DynLib. DynLib ist halt quasi der dynamische Compiler, der dynamische Bibliotheken- bzw. Funktionsaufruf zur Laufzeit, auf den man halt auch im Browser Zugriff hat. Also viel bedeutet, man kann halt quasi bei Video-Apps keine Zusatzmodule zur Laufzeit laden, um dann halt irgendwelche weiteren Funktionen auszuführen, die halt nicht mit in der App kompiliert sind. Das kann man zum Beispiel mit so einem Browser-Exploit machen. Das ist natürlich super, wenn man da halt einmal Code-Execution hat und man möchte halt gewisse Funktionen ausführen, die halt ganz normal fürs Userland normalerweise zu haben sind. Dann kann man sich halt einfach das Modul bzw. die Library, die die Funktion enthält, zur Laufzeit laden. Und das geht bei Video-Apps natürlich nicht, was halt natürlich auch doof ist. Ja, und dann kommt natürlich halt noch dazu, dadurch, dass es halt eine App ist, kann die halt ganz einfach per Update gefixt werden. Ob sie jetzt per Update gefixt werden oder nicht, weiß ich nicht. Die Methode, die ist jetzt halt, wie gesagt, die ist auch aus 15, ich habe sie damals entwickelt. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt noch läuft. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich meine, man kann es ausprobieren. Das sind halt so ein bisschen die Nachteile, die man hat, aber nichtsdestotrotz, man darf halt nicht vergessen, dadurch, dass man halt wirklich komplette Userland-Code-Execution erlangt, ist das Ganze natürlich vollkommen okay, um halt einen Kernel-Exploit zu triggern. Ne? Das ist halt ja wirklich, das ist nur der Einstiegspunkt und wir sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen schneller durch als gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich was vergessen habe. Ich hoffe nicht. Aber ja, okay. Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Und falls noch Fragen. Ja.
Dazu wollte ich auch gerade kommen. Erstmal vielen Dank an dich. Ja. Wenn es Fragen gibt, ihr findet zwei Mikrofone dort im Publikum, könnt euch dort dahinter stellen und dann die Fragen stellen. Wenn nicht, fange ich mal an. Du hattest geschrieben, dass die PS4 von deiner Frau ein Geschenk war. Was ja. hat sie denn gesagt, als du angefangen hast, die PS4 auseinanderzunehmen? Die fand, also, die hat gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Was ich jetzt halt auch in dem Vortrag nicht gesagt habe, ist, ich habe die ausgepackt und ich habe die nicht sofort angemacht, sondern ich habe die sofort aufgeschraubt. fand sie auch nicht so lustig, aber ist halt so. Was Hacker halt so tun. Ja. Hast du da hinten eine Frage? Dann das Mikrofon bitte. Hi. Eine Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, explizit Video-Apps zu nehmen dafür? Gab es da irgendwie Hinweise oder hast du vorher... Nee, es gab da keine Hinweise drauf. Es war ganz einfach, ich habe ja ganz am Anfang einfach sämtliche Pakete, sämtlichen Netzwerk-Traffic mitgeschnitten und habe dann wirklich sämtliche Apps einmal ausprobiert, alle Video-Apps, Spiele gestartet und so weiter und so fort. Und Video-Apps waren halt die einzigen, wo der Traffic halt nicht SSL verschlüsselt war. Ne? Und da konnte man alles lesen und und das hat dann halt natürlich auch verraten, dass es da eine alte WebKit-Version, dass da halt eine alte WebKit-Version zum Einsatz gekommen ist. Sehr cool. Danke. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann nochmal herzlichen Dank, großen Applaus. Und dann geht es um 13 Uhr weiter mit Neusprech.